Hallo, hier ist User Paul mit dem Thema Raspberry Pi Coda starten. Tja, viel zu starten gibt es da nicht. SD-Karte in den Raspberry Pi gesteckt und Strom angeschlossen. Der erste Start dauert etwas, da ein Schlüsselpaar aufgesetzt wird. Danach öffnet sich raspi-config, das man auch von Raspbian kennt. Hier kannst du die gesamte Größe der SD-Karte verwenden lassen. Passwort ändern, SSH-Server beim Booten aktivieren und sogar direkt in den grafischen Desktop starten lassen. Das alles ist für Coda aber nicht notwendig. Nach Beenden und einem Neustart musst du dich nicht einmal am Raspberry Pi anmelden. Am Netzwerk sollte der Winslink aber schon stecken. Nun wird es super einfach. Auf einem Desktop deiner Wahl im selben Netzwerk gibst du einfach die Adresse coda.local ein. Der Browser wird sich über ein unsicheres oder unbekanntes Zertifikat beschweren. Das können wir akzeptieren. Im Anschluss möchte Coda, dass wir ein Passwort vergeben, das wir sofort danach zum Anmelden brauchen. Okay, also Passwort. Okay. Dann gleich anmelden. Und schon bekommen wir eine kleine Einführung präsentiert. Mithilfe der grünen Schaltfläche können wir neue Projekte erstellen. Einfach auf das Plus drücken, zum Beispiel hier Name Tests und erstellen. Und wieder zurück erstmal. Die drei anderen sind Beispiel-Apps und rechts oben können wir einige Dinge konfigurieren und zwar hier. Die Settings sind sehr übersichtlich. Hat der Raspberry Pi allerdings eine Wi-Fi-Karte, kannst du dich hier drahtlos zum Netzwerk verbinden. Nun darfst du entweder ein eigenes Projekt erstellen oder an den Beispielen rumhacken. Wer von der ganzen Installation gestresst ist, kann auch erstmal eine Runde Spacewalks zocken. Okay, hier kann ich zum Beispiel jetzt bei Hello Coda etwas ändern. Zum Beispiel kann ich hier ändern Hi Coda. Dann speichern hier unten. Und bei CSS auch noch, zum Beispiel Hintergrundfarbe 11, 11, 11 und auch wieder speichern. Nach dem Ändern und Speichern des Codes siehst du das Ergebnis durch einen Klick auf die Ansichtsseite sofort. Einfach mal auf das Auge klicken, hier. Dann splittet sich der Bildschirm und Änderungen werden live aktualisiert. Über den kleinen Ordner neben dem Auge kannst du auch Mediadateien hinzufügen und zwar hier. Einfach auf das Plus und hinzufügen. Über die Projekteinstellung darfst du die App löschen oder auch exportieren. Hier die Einstellung, Name, Autor, Farbe. Exportieren und hier unten auch löschen. Klickt man auf Einfügen, wird der Pfad im Quellcode hinterlegt. Die IMG-Tags muss man allerdings selbst eingeben. Coda ist im Moment nur für eine Person gedacht. Ob das Ding Multi-Anwender werden soll, weiß ich nicht. Man kann sich natürlich mit mehreren SD-Karten helfen und es ist auch möglich, mehrere Coda-Geräte im selben Netzwerk zu betreiben. Wer nicht genug SD-Karten, aber viele Coda im Haushalt hat,
kann Barry Boot verwenden. Damit brauchst du lediglich eine SD-Karte und noch einen USB-Massenspeicher. Der Drill für ein vergessenes Passwort: einfach die SD-Karte in einen anderen Computer stecken und dann eine Datei mit Namen reset.txt in das Verzeichnis coda-settings kopieren. Beim Neustart fragt Coda dann wieder nach einem Passwort. Wer sich HTML, JavaScript und CSS beibringen möchte, wird mit Coda sicherlich glücklich. Coden, Speichern, Ergebnis sofort sehen. Dazu brauchst du weder Kenntnisse für Linux noch Webserver und so weiter. Einfach loslegen. Wenn man weiß, wie man Raspbian installiert, dauert es keine 10 Minuten, bis man sein erstes eigenes Projekt unter Coda erstellen kann. Schon toll. Als Lernmittel dürfte es für Schulen interessant sein. Das Applet lässt sich auch in die grafische Oberfläche booten. Somit ist Coda auch direkt via Raspberry Pi erreichbar. Jeder Schüler braucht eigentlich nur seine eigene SD-Karte und schon kann es losgehen. Hat man ausreichend Kenntnisse, wird man auf seinem Linux-System wahrscheinlich lieber einen Webserver laufen lassen. Beziehungsweise braucht es für JavaScript, CSS und HTML nicht einmal einen Webserver. Coda richtet sich ganz klar an Programmierneulinge. Und dafür macht es einen wunderbaren Job. Das war User Paul von OpenScreencast. Ciao und viel Glück.